Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung. Ja, heute geht es hier mal in das schöne Kärnten oder auf die Karte Kärnten, um genauer zu sein. Ja, diese Karte hier ist im Mod Hub erschienen und da gucken wir uns mal kurz die, ja, Basics an. Es ist eine Version 1.0, also neu erschienen, für PC und Konsolen geeignet. Ja, die Karte, hier schreibt der Mapper, ist aus seiner Heimat. Wir haben hier 115 Felder und Wiesen, 12 Forstgebiete in unterschiedlichen Größen, ein malerisches Dorf mit einem Bauernmarkt, wo man also Produkte, ja, verkaufen kann. Verbaut wurde eine BGA, Gasthaus, Supermarkt, Agrarhandel, Fischzucht und Sägewerk als Produktion und Verkaufsstelle. Ja, zusätzlich habt ihr noch zwei freie Plätze, wo ihr was selber bauen könnt. Auch ein Lohnunternehmen ist vorhanden. Als Spieler erhältst du einen Starthof mit zwei Feldern und diversen Fahrzeugen und Maschinen. Die Stallungen für Pferde, Kühe, Schweine und Hühner sind ebenfalls am Hof verbaut. Sehr nice. Der Stall und die Kuhweide sind etwas außerhalb gelegen. Wasser könnt ihr bei den Seen und Flüssen entnehmen. Ja, und ihr seht, wir brauchen ein paar Mods. Die habe ich mir schon runtergeladen, beziehungsweise die werden halt auch beim ersten Start geladen. Ja, und ich würde sagen, wir reden nicht lange, sondern wir starten hier in die Karte rein. Und lassen uns mal überraschen, wo es hier losgeht. So, also der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Wir starten hier an einem, ja, an einer kleinen Kapelle mit einem, ja, guten Rastplatz und Weitblick hier über diese Landschaft. Wir erkennen auf jeden Fall schon mal, ja, dass es hier hügelig wird. Im Hintergrund die Berge. Sehr nice. So, wir haben hier auch ein paar Sounds, ein paar animierte Enten. Sehr cool. Also hier sehr idyllisch gelegen. Hier noch ein paar Felder rundherum. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hier hinkommen, wenn wir mal diesem Weg folgen. Haha. Sehr nice. So, die Straßen gefallen mir auf jeden Fall schon mal sehr schön. Wir gehen hier ein kleines Stück mal Richtung dem Haus. Oh, da kommt uns gleich der Verkehr entgegen. Oh, ei, das war knapp. Auch das hier sehr nice. Unterschiedliche Bodentexturen. Bisschen Laub, bisschen Deko. Okay, also das könnte hier sehr interessant werden. Und ja, damit ihr hier mehr von seht, würde ich sagen, ich gehe mal hier kurz in die Luft und mache hier mal den Abflug. Ihr kennt das ja immer. Kurzen Überblick verschaffen. So, einmal 360 Grad Blick. Die Felder auch schön zu erkennen. Schön natürliche Form, nicht so eckig. Sehr schön. Gut. Und ich würde sagen, wir springen mal zum Hof, weil Fahrzeuge sollen wir ja haben. Das ist immer ein guter Trick, um auch gleich zu sehen, ob irgendwelche Fahrzeuge vorhanden sind. Was ich auf jeden Fall schon mal bestätigen kann. Und ja, deswegen ab zum Fahrzeugcheck. Dann schauen wir doch mal, was wir hier bereitgestellt bekommen haben. Und zwar geht's schon los. Na, verkaufen wir aber nichts. Also, wir haben hier auf jeden Fall New Holland und wir haben hier einen Steyr. Typisch für Österreich. So, dann haben wir hier den Mähdrescher, ist klar. Plus Schneidwerk plus Transportanhänger. So, normalen Anhänger.
Kleiner Flug. Kreiselecke haben wir, jawohl. Seemaschine haben wir. Düngerstreuer, jawohl. So, Frontmähwerk. Dann hier den kleinen Wender. Einen Schwader und, Herrgott, den kleinen Ladewagen. Jo, Frontladeranbauteile passt, würde ich sagen. Kann man mitarbeiten. Dann gucken wir uns nochmal hier ins Baumenü. Und jawohl, da leuchtet auf jeden Fall schon mal was blau. Der Schuppen geht nicht. Das geht, hier geht's. Ah, der geht auch nicht. Aha. Das geht. Spannend, also wir können. Ah ja, das können wir auch. Kuhweide können wir auch abreißen. Ja, also man sieht, ein Teil geht nicht. Kleiner Garten geht auch, okay. Nee, aber das geht nicht. Schafstall geht. Alles klar. Gut, dann gehen wir doch mal durch. Wir haben auf jeden Fall hier ein paar Sachen, die on top sind. Ballenlager, Fahrsilo überdacht, Misthaufen. Also ein paar angepasste Sachen. Hier auch. Okay, also ihr seht, sobald hier irgendwo was geändert wird, normal 25.000 Liter, hier haben wir 250.000 Liter, wird es gleich als eigenständiges, umgebautes Teil erkannt. So, dann gucken wir mal weiter. So, Landsberger Hof, das kommt natürlich durch die Mods, haben wir natürlich auch noch ein paar zusätzliche Sachen mit verbaut. Oh, was haben wir hier? Fischzucht, alles klar. Sehr nice. Verkauf von Paletten. Forstwirtschaftsverkaufsstelle. Dieselverkauf. Okay. Kleiner Garten. So, da haben wir Standard. Tiere haben wir eben schon gesehen. Da gibt es auch wieder ein paar umgeänderte Sachen oder eigene Sachen. So. Deko. Deko ist auch immer interessant. Sonstiges. Okay, da haben wir alles Standard. So, und jetzt kommt wie immer die große Frage, wie sieht es hier aus mit den Bodentexturen? Da haben wir auf jeden Fall. Okay. Ja, doch. Muss ich sagen. Mehr als bei so manch anderer Karte. Finde ich gut. So, und hier bei den Bäumen. Ja, auch da haben wir eine ganze Menge. Und hier bei diesen kleinen Gestrüppsachen, ja, haben wir auch was da. Kann man mitarbeiten. Gut. Dann, ja, gucken wir uns hier nochmal kurz ein klein bisschen um. Also, wie gesagt, die Unterstellhalle definitiv mal sinnvoll. Wir haben hier auf jeden Fall alles, was wir brauchen für die Grünlandbearbeitung. Natürlich dann dementsprechend Futter für die Tiere etc. Denn wenn ich das so richtig gesehen habe, haben wir ja hier auch die verschiedensten ja, Tierweiden. So, hier haben wir dann das Farmhaus. Alles klar. Also muss ich sagen, finde ich hier definitiv schön gemacht. Ja, auch hier Unterstellmöglichkeiten. Das Heulager auch nice. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal die PDA an. Und ich sehe schon, es wird definitiv hier eine etwas längere Vorstellung. So sieht das Ganze hier aus. Und man sieht, wir befinden uns hier oben in dem Bereich.
haben hier oben auch entsprechend den Hof plus Felder plus, wenn es so wie es aussieht, hier unten noch ein Bereich. Das könnte dann rein theoretisch. Ja, sind auch noch Felder. Sehr nice. Ja, schön, bisschen verteilt, nicht alles direkt beim Hof, so wie es manchmal im Real Life natürlich auch vorkommt. Finde ich genial. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Preise an. Okay, die Preise sind schon mal hier für die kleinen Felder definitiv human. Die Wälder kosten natürlich mehr. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Aber ich denke mal, das geht alles in Ordnung. Dann gucken wir mal weiter. So, wir haben einmal komplett Standardfrüchte verbaut. Und okay, wir haben ja zusätzlich Äpfel, Fische und Paletten. Alles klar. Fahrzeuge sehen wir alle noch nagelneu aus. Das sind die Weiden, die wir benutzen können. Feldmissionen gibt es hier auch reichlich. Gut, die größeren Felder bringen ein bisschen mehr, die kleineren halt entsprechend weniger. Aber wenn ich mir das so angucke, könnte man mit der Ausrüstung, die wir jetzt schon haben, das ein oder andere selber erledigen. So, was haben wir hier? Die kleinen Gärten und die BGA, die können wir direkt so nutzen. Das ist auch nice. Gut. Dann würde ich sagen, gucke ich mir mal hier das Ganze an und kaufe die ganzen Farmlands, damit wir nichts übersehen. Und hier sehen wir auf jeden Fall schon mal einen Error. Was haben wir denn da? Can't load resource. Okay, da ist auf jeden Fall irgendeine DDS-Bilddatei, die er nicht laden kann. Ist, denke ich mal, relativ schnell gemacht. Deswegen legen wir jetzt los und fangen hier oben mal in der Ecke an. Ja, hier oben haben wir die Fischzucht. Das ist auf jeden Fall mal interessant, auf jeden Fall. So, hier haben wir KI-Personen rumlaufen. So, nice Holzbrücke. Die Fischzucht ist hier definitiv an so einem kleinen See oder Fluss. Was ist es? Gucken wir mal von oben. Okay, da, ja, das sieht aus hier wie so ein kleiner See. Aber auch das hier finde ich wirklich nice gemacht. So, man sieht hier die Fische drinnen schwimmen. So, kleines Boot, hier an, kleiner Anleger, Steg, Sitzmöglichkeit. Hier die Sachen zum Anliefern. Deko. Also, Hut ab, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr nice. Ja, wir befinden uns hier ganz oben in der Ecke der Karte. Man sieht, hier geht die Straße raus. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier nochmal den Bauernmarkt. Auch irgendwie witzig gemacht hier. Die Abladestelle so ein bisschen gekennzeichnet. So, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Autos stehen davor. Hier wurde mit Gullydeckeln als Deko gearbeitet. Sonst halt wirklich eher ja, reiner Asphalt. Aber auch das hier lockert halt schon um einiges auf. So, dann machen wir hier oben noch die Molkerei. Sehr nice. So, die ist hier oben ziemlich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, in den Bergen versteckt im Wald.
Hier neben so ein kleiner Fischteich. Ja, ein paar Enten, man hört sie auch. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist ja hier so eine kleine Almmolkerei in den Bergen. Also ich mag ja dieses Holz, ne? Und Holz ist ja auch typisch für die Bergregion. Gut umgesetzt. So, dann haben wir hier unten noch eine Molkerei. Tatsache. Okay, das ist jetzt dann hier die große Molkerei, nehme ich mal an. Sehr gut. So, hier haben wir wieder relativ viel Asphalt. Okay, da sehe ich jetzt nicht wirklich was an Deko, aber wir haben hier wenigstens einen Zaun. Und irgendwie hat es hier nicht so ganz gerecht mit dem Weg, dass der hier direkt reingeht. Oder wurde da nochmal was verschoben vielleicht? Na, hier passt's. Aber hier haben wir irgendwo eine überlappende Textur. Okay. Gut. Frage, ob das so gewollt ist oder ob da irgendwas vielleicht doppelt ist. Wer weiß, wer weiß. So, hier haben wir wieder einen Teich. Haben wir da. So, eine kleine Kapelle. Eine kleine Feuerstelle, Rastmöglichkeit. Jawohl. So, was haben wir hier? Kleiner Schuppen, der ist nur Deko. So wie es ausschaut. Ja. Da lässt sich nichts öffnen. Okay, aber macht ja nichts. So, Hauptstraße, KI-Verkehr. Dann gehen wir hier erstmal an der Seite runter. Forstwirtschaftliche Verkaufsstelle, Agrarhandel, Getreideverkauf. Okay. Das heißt, wir haben hier mehrere Sachen nebeneinander, aber auch wieder eigens abgegrenzt. So, wir haben hier eine Waage für alle Statistikfans. So, jetzt muss ich gerade überlegen, ist das nicht normalerweise das Händlergebäude, nur in anderen Design, andere Texturen? Ja, könnte sein. So, hier haben wir noch einen See. Ah, der See war doch meistens, glaube ich, auch immer gleich Wasserstelle, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Ja, wie praktisch. So, Dieselfabrik. Hausverkauf, okay. Gut, Dieselfabrik erklärt sich, glaube ich, von alleine. Ja, alles gut gekennzeichnet. Bisschen Deko hingestellt. Ja, der Boden ist halt relativ clean. Da könnte man vielleicht noch ein paar kleine Diekels oder irgendwas drauf machen, so ein bisschen Fahrspuren. Ja, wird das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen auflockern. So, was haben wir hier? Da haben wir eine Verkaufsstelle. Und das finde ich auf jeden Fall mal absolut genial. Hier wurde sich echt Gedanken gemacht, wie kann man hier so die einzelnen Häuser mit den Grundstücken abgrenzen. Wir haben hier unterschiedliche Häuser, wobei, wenn man genau hinguckt, sind das die gleichen Haustypen. Nur andere Texturen drauf. Mal eben gucken, ob ich da richtig liege. Ja, doch, es sind auch schon wieder teilweise unterschiedlich. Wobei das hier oben die Gaube
Schaut gleich aus. Auf jeden Fall gut gemacht. Mit den unterschiedlichen Häusern auch nicht alle im gleichen Winkel gestellt, sondern immer so ein bisschen verdreht. Sehr nice. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da hat echt sich jemand Mühe gegeben und Gedanken gemacht. Wie kann man das darstellen, ohne dass es halt alles gleich ausschaut? Auch hier mit den Hecken so ein bisschen. Hier Mülltonnen. Was haben wir hier? Sogar ein Schild. Ich hätte beinahe gesagt, ich esse einen Besen, aber der schmeckt nicht. Gut, machen wir weiter. So, Sägewerk, Produktion und Verkauf. Macht hier hinten im Wald definitiv Sinn. Sounds haben wir auch. So, was ich hier auch auf jeden Fall sehe, wir haben hier teilweise so Totholz mit drin, nicht immer nur die Standardbäume. Gut, dafür ist der Boden hier ziemlich clean. Und hier könnte man natürlich auch noch ein paar Fahrspuren und sowas hinmachen. Bisschen Deko hier dran, ein paar Holzstapel oder so, ein paar Bretterstapel. So, und ja, das wird heute wieder ein bisschen länger. Verkauf von Paletten. So, sogar angeschrieben hier. Bisschen Paletten als Deko drumherum, auch hier hinten. Okay. Hier ein Container hingestellt. Täuscht das oder hängt der so ein bisschen in der Luft? So, Altpaletten hier reingeschmissen. Okay. Kann man machen. So, dann haben wir unten den Viehhandel. Auch komplett abseits von dem Hof, der Hof hier oben, das ist da unten. Also immer so ein bisschen entgegensätzlich. Das finde ich nice, weil da muss man immer richtig auch Strecke fahren. Ist nicht alles direkt beieinander. Also muss ich sagen, ist wirklich durchdacht. So, das ist der Tierhändler hier. Plus Verkauf. Gut, wenn jetzt hier vielleicht noch ein paar Tiere oder sowas drinne stehen würden, wäre ja, das natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen optisch belebter, das Ganze. Aber gut. Weiter geht's. Tankstelle. Tankstelle brauchen wir auch direkt hier an der Hauptstraße, so nenne ich es mal. So, daneben haben wir noch eine Verkaufsstation. Okay, das macht Sinn. Dieselverkauf bei der Tankstelle. Alles klar. So, dann haben wir hier Schneiderei. Dann gibt es hier verschiedene Verkaufsstellen, Güllebehälter, Misthaufen. Jetzt haben wir hier hinten noch Flüssigkeit. Düngertank. Okay, da könnt ihr dann Werkstatt. Okay, gucken wir uns mal genau an. Okay, also hier sieht man gleich wieder, da ist der Boden sehr clean gehalten. So, die Tankstelle haben wir eben schon gesehen. Was ich gut finde, ist, dass die Bereiche hier einzeln eingezäunt sind. So, hier die Silos. Unterstellmöglichkeiten. Werkstatt. So, da müssen wir mal da oben weiter gucken. Ah ja, da sind sie.
Also auch das hier sehe ich mal als geschmacklich gut eingerichtet. Auch wenn wir hier den Boden eher einheitlich haben, dafür aber hier so ein bisschen abgesetzt, die Bereiche. Ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da haben wir die Schreinerei. So, auch hier wieder ja, ein klein bisschen Deko, oh, ein bisschen mehr Deko. Hier drumherum hingestellt. Zufahrt, ja, mit auch hier ein bisschen Matsch, Unkraut, Grün, so Art Feldwegmäßig. Ja. Nice. So, da haben wir Apfelbäume und nochmal eine Tankstelle. So, auch hier wieder eine kleine Siedlung. Da unten die Tankstelle. Dann bewegen wir uns mal ein bisschen weiter hier und gucken mal, was hier ist. Auf jeden Fall haben wir hier wieder. Ja, das gefällt mir hier wieder gut. Da haben wir wieder teilweise unterschiedliche Texturen. Deko, Parkplätze. Okay, und das ist der Fahrzeughändlerbereich. Dann haben wir da noch wieder zwei Apfelbäume noch daneben stehen. Einmal hier. Einmal da. Okay. Was auch interessant ist hier, die unterschiedlichen Texturen für die Wege. Die Hauptwege wirklich als Straße. Dann hier so die Nebenstraßen eher asphaltiert, dann teilweise Schotter, dann Waldwege. Sehr cool. So, hier auch wieder schön die Häuser, das Dorf. Gut verteilt mit Kirche. So passend dazu dann hier in dem Dorf Bäckerei. Alles so ein bisschen mit integriert. So, die Fahrzeuge fahren hier durch. So, das sind wieder Apfelbäume. Okay. Dann da hinten die Palettenfabrik. So, auch hier steht wieder ein bisschen Deko rum. Unterschiedliche Bodentexturen. So, Zufahrtsstraße eher so auf Forstweg oder Schotterweg. So, wir haben sogar die Leitpfosten stehen. So, Obstankauf. Okay. So, wo ist hier die Zufahrt? Alter Schwede. Also ich glaube, hier mit großen Fahrzeugen könnte das ein bisschen interessant werden. Also eher für mittlere und kleinere Fahrzeuge gedacht, nehme ich an. Auch hier das typisch. Wie viel Promille haben wir hier? 4% Gefälle. Halleluja. Okay. Aber gut, da könntet ihr vielleicht doch ein bisschen mehr PS brauchen, wenn ihr hier in der bergigen Umgebung unterwegs seid. So, da steht der Mähdrescher am Feld. So, hier haben wir noch ein paar kleine Gärten. So Art Schrebergartenmäßig. Hier gibt es Wasser. Ja, cool.
Auch hier mit zum Tor. Also ich kann mich nur wiederholen. In meinen Augen auf jeden Fall hier sehr schön mit Details gearbeitet. Jo, da gehen wir noch mal ganz da oben in die andere Ecke. Da haben wir die BGA. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah ja. Irgendwo in dem hinteren Bereich. So, unterschiedliche Bodentexturen. Hier wachsen noch so vereinzelt Bäume zwischen. So. Und vermutlich dann halt hier die Hallen. Da könnte man dann also wirklich ein LU oder irgendwas beheimaten. Sehr schön. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, hier den Hofbereich. Und man sieht, dass es hier ziemlich grob alles verteilt. Dann die Ställe. Silo. Das kleine Tank. Da haben wir noch ein paar Gärten da oben. Pferdeweide. Und natürlich auch hier noch ein paar Apfelbäume. Das Einzige, was ich jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen habe, dass wir da unten noch eine Kalkfabrik haben, zum Beispiel, die wir uns angucken können. Und was mir noch abgeht, sind die Freiflächen, wo man selber noch was bauen kann. Aber ich denke mal, ihr werdet die Flächen dann schon selber finden. Ich gucke jetzt hier noch mal eben hin. Oh, das sieht hier aus wie so ein kleiner Kalkabbau. Sehr schön. Also, ich kann mich nur wiederholen. Das gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Karte findet. Die Karte ist ja schon ein bisschen draußen. Vielleicht habt ihr sie ja schon mal angetestet oder ausprobiert. Und mir bleibt jetzt noch einmal ein letzter Blick hier in die Lok. Und wie gesagt, der Fehler, den wir vorhin schon gesehen haben, mit der fehlenden oder nicht vorhandenen Bilddatei. Oder vielleicht passt auch der Pfad nicht, das kann natürlich auch sein. Aber sollte das alles sein, dann schaut das Ganze hier wirklich gut aus. Also bis auf diesen einen Fehler, der Rest ist tipptopp, wird man aber sehr schnell beheben können. Vermutlich, wenn dann noch irgendwann ein Update kommt, dann wird das sicherlich mit gefixt. Ja, in diesem Sinne bin ich auch schon wieder durch hier mit der Vorstellung. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wie gesagt, wenn es viel zu sehen gibt, dann ja, dauert es nun mal so lange, wie es dauert. Ja, ich möchte euch ja doch so viel wie möglich zeigen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen da. Und falls noch nicht geschehen, lasst gerne auch ein Abo da, denn der Großteil der Zuschauer von euch hat noch kein Abo dagelassen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und sage ciao, ciao. Ich bin raus.